Hallo und herzlich willkommen zu Football Manager 2024. Ich habe es ja schon angekündigt, in der Starfield-Serie. Wir werden jetzt dann das Wochenende ein bisschen umstellen. Das Wochenende gehört ab sofort dem Football Manager. Das haben wir im letzten Jahr ja schon gespielt und da habe ich auch angekündigt, wir werden auch den 24 natürlich wieder spielen. Und da jetzt nicht wirklich einen Vorschlag haben für ein Szenario, habe ich mir tatsächlich überlegt, wir machen nochmal etwa das Gleiche, wie wir es auch im vorangegangenen Jahr gemacht haben. Also wir versuchen wieder arbeitslos zu starten, werden ja viele Ligen mit drin haben. Wir gucken gleich auch mal, welche das alle so sind. Wir werden ohne Erfahrung starten. Das ist die nächste Herausforderung. Wir haben den Editor verboten. Also selbst wenn ich ihn hätte, was ich nicht habe, ist er in dem Spielstand definitiv verboten und darf nicht genutzt werden. Wir haben eine Erleichterung drin, nämlich, dass wir die Attribute sehen. Dadurch fällt der Scouting-Effekt ein klein wenig weg. Man braucht es trotzdem. Wir werden auch sehen, wo und warum. Aber grundsätzlich mal die Herausforderung, wirklich arbeitslos hier rein zu starten. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo wir diesmal landen werden. Wir haben nämlich die Top-Ligen tatsächlich diesmal in einer nicht so hohen Tiefe drin. Dafür aber in der Breite dann etwas mehr. Wir können mal gerade gucken, was alles so spielbar und betrachtbar ist. Ihr müsst immer hier unten darauf achten, was alles nur betrachtbar und was im Wesentlichen dann natürlich auch spielbar ist. Ja, Argentinien, Weißrussland, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, das nur betrachtbar. Dafür aber Dänemark spielbar bis Liga 4 runter, Deutschland bis Liga 3, England bis Liga 3, Färöer bis Liga 4, Finnland Liga 2, Frankreich Liga 3, Gibraltar, dann Griechenland nur betrachtbar, Irland nur betrachtbar, Island nur betrachtbar, Israel nur betrachtbar, Italien Serie A, Serie B, Kanada nur betrachtbar, Kolumbien nur betrachtbar, Kroatien nur betrachtbar. Dann haben wir aber noch Lettland auch nur betrachtbar, dann Luxemburg richtig weit runter bis Liga 5, Malta bis Liga 4 runter, dann Mexiko zwei Ligen nur betrachtbar, Niederlande bis zur zweiten Liga, Nordirland drei Ligen, Norwegen vier Ligen, Österreich 2, Peru betrachtbar, Polen betrachtbar, Portugal fand ich auch mal interessant. Ich wollte es sogar noch weiter runter. Ich habe theoretisch bis Ligenniveau 7 oder 6, glaube ich. Das Problem ist allerdings, dass in Portugal exorbitant viele Spieler in die Datenbank dazukommen würden, was den Spielstand exorbitant aufbläst, was dann wieder natürlich schwierig wird. Also Portugal Liga 4 fände ich also auch interessant, mir mal da hoch sich zu arbeiten in Portugal. Ich finde es einfach spannend, weil die portugiesische Liga an sich, wenn man mal überlegt, eben durch die zwei großen Vereine Sporting Lissabon und Benfica Lissabon, auch beides Hauptstadtclubs logischerweise, wie man das eben auch in zum Beispiel Schottland hat. Aber das ist schon krass, dass die eben eigentlich sehr, sehr stark verschuldet sind und man das im Normalen gar nicht so mitbekommt, dass Sporting und Benfica exorbitant viele Schulden haben. Auch der FC Porto ist stark verschuldet. Das ist also die Herausforderung. Aber wenn man dann vielleicht mal von unten hochkommt, sich wirtschaftlich stabil aufbaut, hat man tatsächlich, glaube ich, sogar eine sehr gute Chance, auch in Portugal, die Big Three so ein bisschen durchzuschütteln. Denn diese Schulden zurückzuzahlen, das kann ganz schön teuer sein. Das haben wir mal gesehen, als wir 2023 irgendwann dann beim FC Porto waren und eben diese Schulden uns ganz schön gebeutelt haben, muss man sagen. Rumänien betrachtbar, Russland betrachtbar, San Marino nur betrachtbar, dafür Schottland wieder dabei. Ich kann nicht ohne Schottland. Sorry, Schottland einfach pure Liebe, muss man wirklich sagen. Schweden bis Liga 4 runter, die Schweiz ist spielbar, Serbien betrachtbar, Slowakei, Slowenien betrachtbar und Spanien darf natürlich nicht fehlen. Zwei Ligen spielbar. Tschechien betrachtbar, Türkei betrachtbar, Ukraine betrachtbar, Ungarn betrachtbar, Uruguay, USA und Schluss und endlich noch Wales. Auch bis, und das fand ich auch runter interessant, bis Liga 5 runter. Also wir haben so ein paar Datenbank-Erweiterungen drin. Es sind die Exoten unter den Ligen, die wir etwas weiter runter spielen wollen, weil wir haben ja im letzten Teil
sage ich mal, jetzt nicht so eine ganz tiefe Tiefe genommen, haben uns da dann auch nicht wirklich jetzt, sage ich mal, die Zeit genommen, um dann zum Beispiel ein Team in die erste Liga zu bringen, sondern sind dann immer weitergezogen, weitergezogen, weitergezogen. Das kann man natürlich machen, aber ich finde es ja besonders interessant und das ist ja auch das, was so ein Trainer, ja, was, wenn du dir von null, von nichts etwas aufbauen möchtest, das ist doch die wahre Herausforderung, in meiner Welt zumindest. Ich finde es spannend. Ich weiß, der ein oder andere sieht es ein bisschen anders, aber das ist mal die Grundvoraussetzung, die wir hier so geschaffen haben. Wir haben jetzt ohne Ende Jobs, die wir natürlich hier auswählen können. Wir wollen natürlich nur Trainerjobs sehen, kostet mal ein bisschen Zeit. Dann wollen wir natürlich auch nicht eine Nationalmannschaft oder eine U-Nationalmannschaft trainieren. Deswegen setzen wir hier den Filter. Und Nation sind wir ja grundsätzlich erstmal offen. Ne? Also da haben wir jetzt nicht irgendwie eine, die wir jetzt komplett ausschließen wollen. Und dann schauen wir einfach mal, welche Starts oder welche Trainerjobs denn aktuell überhaupt verfügbar wären. Da sind eine ganze Menge in Wales unterwegs, eine ganze Menge in Schottland. Portugal sehen wir auch, die ein oder anderen Jobs. Luxemburg, logischerweise auch ganz weit runter. Da wird es also auch die Möglichkeit mit Sicherheit geben, dass wir uns da irgendwo platzieren. Malta, auch interessant, weil es auch so weit runter geht am Ende des Tages. Also, wir überlegen, wir schauen mal. Wir haben ja folgendes Thema, das wisst ihr ja auch. Wir schauen immer, dass wir uns von der Wettbewerbsreputation am Ende des Tages nach oben arbeiten. Also das heißt tatsächlich, wenn wir denn dann mal die Liga wechseln, dann wollen wir rein theoretisch eben uns nur noch nach oben verbessern. Und das kriegen wir natürlich nur hin, wenn wir dann eben auch in eine Liga wechseln, wo es dann möglich ist, eben auch zu trainieren. Wir gucken jetzt gerade einfach mal, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, mal gemeinsam, wo wohl so die niedrigsten Ligen sind, die aktuell spielbar wären. Da sind übrigens die County Leagues in Wales dabei mit 363. Das ist schon sehr weit unten, wie wir hier sehen können. Schottlands Amateurligen haben wir noch nicht mal dabei. Wir gucken gerade, wo noch hier ausgelöst wird. Wir sehen die Maus. Und falls hier noch eine dabei sein sollte, das ist hier aber erstmal nicht der Fall. Dann ist wohl tatsächlich Wales County League, also die Liga, beziehungsweise die Ligen, auf dem Ligenniveau sind es ja meistens mehrere, die hier tatsächlich als die allerschlechteste der schlechten Ligen irgendwie für uns eine Rolle spielen könnte. Deswegen sehr interessant. Ich finde auch sehr interessant, dass zum Beispiel die zweite Division in Luxemburg, ne, also das ist ja ja, auch Division 3, dass das besser ist als die Division 3 steht hier übrigens über der Division 1 zum Teil. Warte mal, wir gucken mal, Division 1. Ja, okay, 368. Nee, ist noch schlechter, ne? Das ist noch schlechter. Dann müssten wir ja eigentlich in Luxemburg uns umschauen. Jetzt gucken wir gerade noch mal, was es noch so Schickes auch in Malta gibt. 253, 244. Das ist gar nicht so schlecht. Hier gucken wir auch gerade noch mal drauf, die Campeonato de Portugal. Das ist die vierte Liga, wie gesagt. Und da könnten wir ja rein theoretisch auch den ein oder anderen Verein mal übernehmen. Aber wahrscheinlich jetzt aktuell noch zu gut im Vergleich. Hört sich immer total lächerlich an, wenn man das dann so sagt. Aber es ist ja so, dass die dann im Endeffekt, ja, sehen wir hier auch die vierte Liga in Portugal eben noch auf 69 ist. Also dementsprechend eigentlich auch ziemlich hoch anzusiedeln ist. Wenn wir dann in Schottland reingehen, unten in die Highland Leagues, ja, da sind wir, glaube ich, auch schon ziemlich weit unten in Schottland. Jetzt gucke ich gerade noch mal so ein bisschen, 169 ist hier das Maximum weit unten. Also weiter runter geht es dann an der Stelle nicht mehr. North Premier 169, Midland Football 169, also ihr seht schon, dass, ja, wobei hier noch 229 war, aber es ist entweder Wales, wo wir tatsächlich ja noch nie trainiert haben, großartig, oder Luxemburg, wobei Luxemburg wahrscheinlich sogar noch ein Stück weit uninteressanter ist, also da würde ich jetzt tatsächlich sogar hingehen und wäre jetzt mal mutig und sage, nein, wir versuchen es mal in den walisischen County Leagues. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die denn da immer alle so heißen. 362, das war, glaube ich,
genau dieses Thema. Ne? Jetzt können wir uns das so ein bisschen filtern natürlich und sagen, okay, wir wollen gerne einmal sehen, die Ligen vor allen Dingen, in denen das möglich ist. Und dann wäre uns wichtig, und das ist natürlich auch so ein Thema, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben jetzt auch noch keinen Skin drauf. Den Skin wollte ich nämlich auch noch verändern, also den Skin noch so ein bisschen anpassen. Wir haben nämlich hier übrigens auch immer, seht ihr schon vielleicht, so ein Stück weit im Hintergrund die Bilder. Also ich habe auch noch nicht so den Skin gefunden, der mir super gut gefallen hätte. Das werden wir aber natürlich noch anpassen. Und aktuell warten wir oder schauen wir im Endeffekt jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Kapazität. Das ist das eine Thema, das sehr interessant werden kann. Und natürlich auch so ein kleines bisschen auf das Thema Finanzen normalerweise. Na, hier sehen wir noch so ein paar Informationen, Medientipp zum Beispiel erster. Das könnte auch immer noch ein Thema sein, wo wir jetzt sagen, ja, das wäre dann doch auch interessant. Semi-Verein, semi-professionell, wir sind mit den Finanzen okay und der Status des Eigentümers ist, naja, der liebt den Verein. Das ist ja jetzt auch schon mal gar nicht so eine ganz schlechte Voraussetzung in der North East Wales League Championship. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal in Ruhe an und dann werde ich mich auf ein paar Jobs bewerben und bin in wenigen Momenten dann auch wieder damit zurück. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück und ihr seht schon ein bisschen, was ist passiert, denn ich habe auf jeden Fall schon mal den Skin mittlerweile wieder geändert. Also es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Wir können mal hier in eine der Übersichten für die Mannschaft gehen. Also das habe ich jetzt gerade nochmal geändert, weil eigentlich hatte ich den Skin schon, aber ihn noch nicht wirklich benutzt. Genau, wir haben hier unterschiedliche Vereine angefragt in Wales, in einer der County Leagues. Und einer, der jetzt geantwortet hat, ist Pilks. Das ist sogar eine der Mannschaften, die ich sogar präferieren würde, weil sie mich natürlich unfassbar an einen meiner Auslandsvereine erinnert, die ich sehr, sehr gern mag, nämlich Celtic Glasgow. Wir haben ein tolles Wappen. Wir haben ein, ja, der Name ist eigentlich auch sehr einprägsam, Pilks. Dann hat man irgendwie hier noch ein relativ großes Stadion dabei. Und der Schlüsselspieler ist jetzt noch keine 38. Ansonsten ist der Kontostand und ansonsten auch, ja, nicht jetzt wirklich spannend. Aber das ist auch alles total irrelevant. Wir werden mal hingehen und zum Gespräch bitten. Herzlich willkommen, Kentrigo. Wir freuen uns, dass Sie zu unserem Treffen erschienen sind und würden gerne mit Ihnen über die Vereinsstrategie diskutieren. Also, legen wir los. Es scheint, als würden Sie sich gerade für einige Jobs bewerben. Gehen Sie einfach auf Nummer sicher. Und ich wäge bloß meine Optionen ab, logischerweise. Das ist unsere langfristige Planung. Falls Sie den Job bekommen, wären Sie mit der Umsetzung betraut. Was denken Sie? Auf- und abseits des Platzes besser werden. Wir haben derzeit keine solchen Ziele für Sie, also Ziele zur Bearbeitung, Ziele zur Formation. Momentan gibt es keine Ziele. Also das Einzige, was wir eigentlich tun müssen, wäre im Wesentlichen auf- und abseits des Platzes besser zu werden. Abschlussplatzierung in der oberen Tabellenhälfte ist, glaube ich, realistisch. Ich glaube, der Medientipp war 5 oder keine Ahnung. Also, ja, also hier wird auch tatsächlich gar nicht gefordert, aufzusteigen. Das finde ich eigentlich auch sehr witzig, wenn man sich das mal so anschaut. Auch der 5-Jahres-Plan sieht vor, wir bleiben einfach in der Liga, wo wir sind, das im Amateurbereich. Das ist natürlich auch spannend. Ich halte das für eine spannende Zielsetzung und natürlich werden wir das auch mit dem nötigen Engagement machen. Im Falle einer Anstellung erwarten wir, dass wir einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen und da sagen wir jetzt, wenn ich einen Job bekomme, würde ich hoffen, dass es etwas besser zu machen. Ich mache lieber zustimmen, das halte ich für eine angemessene Zielsetzung. Haben Sie etwas auf dem Herzen, das wir angehen sollten, wenn wir Sie einstellen? Nicht, dass ich wüsste. Wir fordern immer nichts. Und verlassen jetzt erstmal die Sitzung. Es geht übrigens relativ zügig auch, ne? Weil das Spiel deutlich schneller geworden ist, im Gegensatz zu den Vorjahren, finde ich zumindest. Wir haben ja die gefühlte Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit, die das Spiel euch ansagt. Wir haben ja jetzt 1,5 Sterne, das hatten wir ja vorhin nochmal gesehen. Und ja, das finde ich also an der Stelle eben auch sehr angenehm. Jetzt gucken wir mal, wir beantworten mal kurz die Frage. Wie haben Sie oder wie finden Sie die jüngsten Vorstellungsgespräche oder das, was Sie geführt haben? Ich bin für den nächsten Schritt in meiner Karriere bereit und habe mich nur in diese Richtung umgehört. Wir gucken nochmal ganz kurz in unser Profil, weil das ja natürlich auch mal interessant ist. Ne? Also falls jetzt sich das jetzt nochmal jemand gefragt hat, also Hobbyfußballer, klar.
Keine Lizenz, Trainerlizenz sehen wir hier, ist nicht vorhanden. Noch keine Statistiken jeglicher Art, aber eben schon ein paar Attribute hier total ja, gleich verteilt. Also wir wollen tatsächlich unseren Stil nachher entscheiden lassen, wie sich das entwickelt. Das ist natürlich an der Stelle eben auch ein kleines Gamble, aber wie gesagt, wir wollen es so realistisch, so gut wie möglich halten und ich finde es, für mich ist es die absolute Manager Erfahrung, die man haben kann, weil was ist schwieriger, was ist vielleicht auch realistischer, als wirklich total unten anzufangen und dann das Ganze weiter zu machen. Natürlich weiß ich auch, der ein oder andere wird sich jetzt sagen, weißt du, das ist aber gar nicht so toll, weil ich würde ja lieber jetzt schon Tottenham und die großen Transfers und Arsenal und Bayern und weiß ich nicht, PSG. Aber wir machen ja hier ein Journeyman, also einen entsprechenden Save, der eben auch ein bisschen rumkommen soll. Deswegen hier ja erstmal für uns das Ziel, das erste, einen Verein zu finden. Pilix ist schon ganz gut, glaube ich. Ich habe auch das Gefühl, das könnte was werden. Da gibt es noch ein weiteres Vorstellungsgespräch, das wir führen können bei Lennelly Steel. Wir gucken auch hier einmal das Wappen, fand ich ziemlich cool. Trikots passt. Geschätzter Wert ist jetzt ziemlich gering. Dafür relativ junge Schlüsselfiguren. Kontostand schon etwas im Minus, aber Kapazität 450, auch eines der etwas größeren Stadien, die wir angefragt haben, auch wenn das natürlich bei 1450 mal schwierig zu sagen ist. Genau, also wir werden jetzt auch grundsätzlich hier nicht anders antworten als zuvor und wir stimmen zu und sagen, wir fordern nichts. Das ist im Wesentlichen immer eine repetitive Geschichte, deswegen ich habe auch schon mal gesagt, ich lese immer gerne das erste Mal alle Antworten, alle Fragen auch nochmal vor, weil wir entdecken natürlich von Teil zu Teil auch immer nochmal neue Fragen. Aber ja, da müsst ihr mir vertrauen, dass ich dann nicht alles drei, viermal erzähle. Ich würde sagen, ich führe mal eben diese kleinen Gespräche hier, kommen wir gleich wieder, sobald wir das erste Trainerangebot haben. Und dann würde ich sagen, entscheidet sich auch schon, wo geht dieser Journeyman hin? Welcher Verein wird es denn? Wir schauen mal. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück und es gibt tatsächlich zwei Angebote auf einmal. Das ist natürlich an der Stelle dann immer ganz gut, weil jetzt können wir uns natürlich ja überlegen, wer oder was soll es denn werden. Es gibt zum einen Lani Steel, die habt ihr mitbekommen, mit einem kleinen Minus auf dem Konto, geschätzter Wert 1400. Dritter Medientipp, sechster Platzierung jetzt gerade, aber es ist irrelevant, weil noch kein Spiel gespielt worden ist. Schlüsselspieler und ZSTZ, das ist natürlich insofern schon mal gar nicht so schlecht. Mittelfeld rechts und ja, OMZSTZ, also zweimal Kieran Davis und einmal Robbie Frey. Und dann haben wir bei St. Clairs und da fand ich das Wappen halt unfassbar cool, muss ich sagen. Das tröstet mich darüber auch ein bisschen hinweg, dass die eigentlich viel zu wenig Zuschauer bei sich im Stadion zulassen. Aber 100 auf dem Konto, naja, 300 Euro Unterschied. Dadurch wirst du nicht reich und nicht arm, sage ich mal. Wir haben keine Unterschiede in den Einrichtungen. Die sind überall total schlecht, muss man sagen. Der Wert ist deutlich höher allerdings. Wir haben hier auch ein OMZ-STZ und einen OMZ, also Tom Farrington und Adam Goldston. Wir haben ansonsten auch einen Verein, der noch keinen Erfolg hat. Das ist übrigens auch noch ein Kriterium gewesen, falls jetzt ihr euch auch gefragt habt, woran machst du das eigentlich fest? Das ist übrigens ein Amateurverein und Lani Steel ist auch ein Amateurverein. Okay, beides Amateurvereine. Keine Semiprofessionellen dabei. Jetzt muss ich gerade nochmal eine Sache nachschauen, nur dass ich auch nochmal Folgendes mir anschauen kann. Genau, ich hatte nämlich ja Pilix ist auch Amateur. Also nur, dass ich jetzt nicht irgendetwas verpasse, dass ich denke, dass ich es noch irgendwo besser haben könnte als hier. Weil dann würde ich auf jeden Fall die Entscheidung treffen und meine Entscheidung würde ich tatsächlich für St. Clairs treffen, einfach weil das Wappen, ja, wie cool ist das denn? Hier so ein Wildschwein, was auch immer das sonst darstellen soll, aber ja, ich würde mal sagen, wir beginnen die Verhandlungen.
Und dann, klar, gibt es dafür kein Geld. Wir sind ja hier im Amateurbereich. Das ist also alles total entspannt. Und dann, liebe Leute, ist es so, der Ken Trigo ist zum ersten Mal Trainer in dieser Karriere. Nach gut 20 Minuten des ersten Teils haben wir es geschafft. Wir sind zu St. Clairs gekommen, einem Verein, dem der wird Geschichte schreiben. Wir wissen es jetzt schon. St. Clairs, heute die Anstellung von Ken Trigo als Cheftrainer bekannt gegeben, die Fußballwelt. Das ist natürlich auch etwas, das interessiert hier jeden. Das interessiert den Pep in Manchester. Das interessiert den Klopp in Liverpool. Und natürlich uns sehr, 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 sehr. Vornehmlich überrascht auf die Verpflichtung des unerfahrenen 34-Jährigen. Es wird vermutlich zahlreiche Fragen zu beantworten geben, wenn er mit St. Clairs Community Field das erste Mal der Presse gegenübertritt. Richard Kepper wurde als Favorit für den Job angesehen, aber es ist ungewiss, ob der Verein nicht OnlyAD die Zeit hinweg favorisiert hat. OnlyAD lehnte das Angebot von Lanelli Steel ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Wir sehen schon. Finanzen okay, 150 People passen rein. Der Verein gegründet 1965. Und ja, wir haben natürlich noch keine Titel gewonnen. Wir schauen uns gleich mal um. Das ist ja jetzt erstmal hier so ein bisschen das Thema, wie ist so das Ganze aufgebaut. Dann sagen wir, naja, Pressekonferenz ansetzen, um sich mit den Medien zu treffen. Jawohl, bitteschön. Und dann gucken wir mal die Fantypen uns an. Da bin ich ja gespannt. Bestimmt alles Erfolgsfans. Nein, doch nicht. Überraschung. nur 9% Geschäftsleute 0. Das sollte allerdings sich ein bisschen verändern, besser werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, übrigens, by the way, 150 Leute, wenn von 150 36% Normalos sind, das sind trotzdem nicht sehr viele Menschen. Ne? Also das Prozentuale suggeriert einem manchmal irgendwie ein bisschen mehr. Es sind halt insgesamt tatsächlich 62 Dauerkartenbesitzer, was ja schon krass ist, ja, weil wir damit quasi die Hälfte des Stadions immer ausverkauft haben. Das ist auch krass. Die Dauerkartenwarteliste 0. Da bin ich echt überrascht, dass das nicht klappt. Also ihr seht schon, mit ein bisschen Humor muss man das Ganze nehmen hier unten in dieser Liga. Wir haben übrigens, und das habe ich einfach mal ein Stück weit schon vorbereitet, ich habe mal zwei Taktiken rausgesucht, die ich eigentlich ganz cool fand. Wir werden dann nachher im Zuge dessen auch nochmal drauf eingehen, warum und wieso und weshalb. Ich wollte mal beide ausprobieren, weil ich der Meinung bin, dass wir auch durchaus mal mit einer Fünferkette uns das überlegen können. Hier fand ich ganz cool, also es ist beides von einem. Findet ihr auf Sorted Out SI, die Seite würde ich euch sowieso empfehlen. 5 britische Pfund kostet es, glaube ich, im Jahr dort Mitglied zu sein. Sorted Out SI. Da findet ihr Datenbankerweiterungen, Kits, also Trikots, ja, die Logos findet ihr dort und. Ne? Also falls ihr hier mal einen Bedarf habt. Und nicht zu vergessen, auch gerne mal bei mir auf den Discord kommen. Denn auf Discord habe ich schon im letzten Teil mal eine Zusammenfassung geschrieben, wie das Ganze funktioniert. Falls da nämlich Fragen kommen sollten, und das ist ja nicht unhäufig, dass dieses Thema dann auch gerne mal erfragt wird. So, hier, grundsätzlich die Best Underdog-Taktik, auch eine Fünferkette und die Meta eben mit einer situativen Fünferkette, wie man das so schön sagt. Dementsprechend, wir schauen mal, wie das so funktioniert. Beide Taktiken noch nicht ausprobiert, aber ich fand es einfach generell mal interessant, mit einer Fünferkette zu spielen, weil das haben wir im letzten Teil eigentlich nie gemacht. Ne? Wir haben ja immer relativ offensiv gespielt. Hier wäre das ein bisschen anders. Wir würden kontrolliert spielen. Wir sehen das auch, dass wir zwar im Tempo immer noch hoch sind, Verteidigung ausdribbeln. Also da geht es auch schon um das Thema Ballbesitz, auch definitiv. Wir sind aber trotzdem hier in der Außenseiterrolle. Dann sehen wir auch Kontern, wollen wir schon. Also da auch nach Ballgewinn Wert drauf gelegt. Kein Gegenpressing, eben auch nicht zu früh anlaufen, sondern Gegner kommen lassen mit der Fünferkette, eben auch das Thema ein Stück weit abfangen. Kurz abspielen auf Innenverteidiger, also durchaus das Thema auch nicht zu weit nach vorne gepresst, wie wir hier sehen. Ne? Also Standard und mittlerer Block, also definitiv eine Taktik, die jetzt nicht auf Vollgas unterwegs ist. Ich bin hier
Das kann man tatsächlich ja kritisieren. Im letzten Teil ist es sehr schlecht umgesetzt worden. Deswegen haben wir das häufig ausgemacht, obwohl es an war in der Taktik. Aber da haben wir Kurzpassspiel an den Torwart oder vom Torwart an die Verteidigung versucht zu verhindern. Aber es hat halt häufig dazu geführt, dass man in der ersten Linie dann häufig zu weit nach vorne gepresst ist, der Ball über die erste Linie gespielt worden ist und dann das Team aber zu weit aufgerückt war. Das heißt also, die Lücke war im ersten Moment da, der Ball kam dahin, dann ist die zweite Reihe aufgerückt und die erste Reihe nicht zurückgelaufen, obwohl das eigentlich ja in der taktischen Grundausrichtung so ein Stück weit auch mit vorgesehen war. Und das hat eben dazu geführt, dass die Feinabstimmung dann zwischen der ersten und der zweiten Linie gar nicht gepasst hat und dann hatte man häufig eine Überzahlsituation im Mittelfeld, was dazu geführt hat, dass es dann relativ zügig auch in Richtung eigenem Strafraum ging. Deswegen so ein bisschen jetzt mal was anderes. Hier auch kontrolliert, also beides, ihr seht es schon, hat nichts mehr damit zu tun, dass wir jetzt hier total Vollgas geradeaus spielen. Na, hier ist es ein kleines bisschen anders aufgebaut, weil es eben nicht so defensiv ist wie die erste Taktik, die halt ganz klar eine Underdog-Taktik ist. Das heißt, in Spielen, wo wir eben auch ein Stück weit unterlegen sind, dann eben mit einer tieferen Grundformation und in Spielen, wo wir denken, dass wir eben ein klein bisschen auch hier vielleicht im Vorteil sind, das Thema mit Gegenpressing zu spielen. Und hier sehen wir auch nochmal, dass wir dann eben auch mit einer höheren Pressinglinie und auch mit einer höheren Defensivlinie spielen. Ne? Und das ist genau dieses Thema. Diese beiden Taktiken im Wechsel würde ich gerne einfach mal ausprobieren. Wir können ja dann immer noch Dinge auch ändern. Und wir werden auch sehen, ob das überhaupt passt für die unteren Ligen. Auch diese Taktiken könnt ihr über Sorted Out SI finden. Die beiden Taktiken sind mehrfach getestet worden. Ihr seht dann auch immer verschiedene Ergebnisse mit verschiedenen Mannschaften. Und ja, ich würde euch einfach an der Stelle mal das Ganze ans Herz legen, da mal vorbeizuschauen. Es kann nicht schaden. Übrigens, das Meistertrainerforum gibt es auch noch und FM Scout gibt es auch noch. Also, wenn ihr Bock habt, etwas an eurem Spiel oder an eurem am Football Manager zu verbessern, da gibt es tausend und eine Möglichkeit. So, jetzt gucken wir uns erstmal an. Wir haben natürlich nicht viele Mitarbeiter, in dem Fall logischerweise wie immer keinen. Deswegen machen wir uns als allererstes mal ein bisschen jetzt aufmerksam, gucken uns hier mal so ein bisschen die Themen an, würden dann auf Mitarbeitersuche gehen. Das ist jetzt so der erste Step, den man dann so macht. Ein Co-Trainer wäre ja mal nicht schlecht und vielleicht ein allgemeiner Trainer, da wir ja nur zwei im Trainerstab frei haben. Der Chef-Scout ist frei, Sportdirektor ist immer so eine Frage, relativ teuer. Normalerweise Amateur wird kein Geld kosten, ist aber die Frage, ob man überhaupt einen entsprechenden Trainer dann findet. Scout, klar, Chef-Physio wichtig, um die Berichte zu bekommen. Was hier jetzt das Problem sein wird, weil wir natürlich eben an der Stelle, das hatte ich ja auch schon mal im letzten Teil gezeigt, also wie gehe ich jetzt vor, weil wir in diesem Sinne jetzt keine Kriterien haben, um jemanden auszuschließen, bekommen wir jeden angezeigt. Das bedeutet mit anderen Worten auch, dass wir auch Leute bekommen, die niemals bei uns anfangen. Warum sollten sie auch? Ne? Weil sie natürlich ganz anders unterwegs sind, weil sie auch viel mehr Reputation haben und. Und deswegen muss ich jetzt einfach mal schauen, weil wir haben jetzt Führungsqualität, Motivationsfähigkeit. Und was wir jetzt einfach machen, ist, wir nehmen hier Attribute, sagen jetzt, naja, wir suchen einen Co-Trainer. Damit sucht er euch die wesentlichsten Attribute schon mal aus und sagen, es ist nicht mindestens, sondern es ist höchstens. Damit schließen wir die ganz guten nämlich aus und sagen, dieses höchstens 5. So, damit ist es schon mal ziemlich, das ist schon mal ziemlich wenig, was da noch übrig bleibt. Und jetzt eben noch folgende Fähigkeit, die sehr, sehr wichtig ist eben. Die sollte nämlich mindestens irgendwo bei 10 liegen. Jetzt gucken wir nämlich mal, wer dann übrig bleibt. Das ist dann gar nicht mehr so viel, nämlich keiner. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ist zwischen 10 und Dings, nee, zwischen 1 und 5. Warum auch immer die das jetzt hier umgestellt haben. Ach so, weil, ja, das ist schon okay. So, dann gucken wir mal und wir können im Hintergrund sehen, dass sich das Thema gerade sehr stark reduziert. Dann sind es nur noch deren 5. Und jetzt eben zu schauen, und das ist eigentlich auch noch ein Thema, was ich auch häufig noch mache, ist angestellt? Nein. So, ne, ist nicht angestellt, weil die wollen sonst ein bisschen Knete von euch manchmal sehen und da haben wir ja keine. So, die 3 wären ohne Job. Jetzt gucken wir 4, 4, 5, 5. Also das wäre einer, den könnten wir jetzt nehmen. Das ist mal ein Trainer von Bangor gewesen. Ob der allerdings zu uns kommen wird, das ist nicht der Fall.
Dann gucken wir hier nochmal weiter. Der würde zum Beispiel kommen, aber als Starspieler. Ich will eigentlich kein Starspieler, sondern ich würde gerne, ich würde dich gerne als Mitarbeiterrolle nehmen. Nee, hat da keinen Bock drauf. Der will lieber Spieler bleiben. Und dann gucken wir hier nochmal, können wir den vielleicht für uns gewinnen? Nein. So und so tastet man sich so ein bisschen ran, sage ich jetzt einfach mal, ja. Also man versucht so ein bisschen, so, man versucht so ein bisschen die Kriterien einfach runter zu dividieren und dann Leute zu finden, die vielleicht Lust, Zeit haben, hier mit euch mitzugehen. Aber es sind gerade mal nicht allzu viele. Ist höchstens fünf, ist eigentlich das gleiche, was ich da gerade gemacht habe. Das ist echt schwer. Dann machen wir mal nur Trainer vielleicht. Und dann erhöhen wir mal gerade wieder die Anpassungsfähigkeit. Bleiben noch 11 über. So, versuchen wir ihn. Nee, der will nicht. So, hier auch nicht. Das ist jetzt einfach so ein bisschen Try and Error, ne? Also ihr versucht einfach einen zu finden für euren Stuff. Einen einzigen. Sobald ihr den habt, so. Jetzt könntet ihr sagen, hallo mein Junge, das ist doch mal super. Nigel Hughes, wir haben ja schon überlegt, der soll ziemlich anpassungsfähig sein. Jetzt können wir uns drüber streiten. Da ist ein Anpassungswert von 19. Das ist schon mal ganz gut. Motivationsfähigkeit immerhin 6. Also wenn man auf ganz niedrigem Niveau ist, dann ist das eben genau das, was dann eben auch irgendwie möglich ist. So, wir haben jetzt eben auch noch gar keine Möglichkeit zu sagen, wie funktioniert das hier alles? Wir haben noch keine Möglichkeit zu sagen, welcher Spieler hat welche Fähigkeit, weil dazu fehlt uns jetzt Stuff. Und den werden wir suchen im nächsten Teil. Den Anfang werden wir jetzt ein bisschen langsamer machen, werden dann aber wieder etwas Geschwindigkeit aufnehmen, sobald wir dann eben auch, sage ich mal, die ersten Dinge hier bei unserem neuen Verein geregelt haben, damit ihr mal seht, wie geht der Start für den Kentrigo so los. Und dann gehen wir auch hoffentlich schon relativ zügig ins erste Spiel. Ich werde hier noch ein bisschen zaubern und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn euch das Ganze interessiert, wie der Kentrigo hier seine Karriere startet, wie die Karriere weitergeht und wie der Journeyman am Ende des Tages aussehen wird, dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier dabei wärt und ein Abo dalasst. Bis dahin, euer Kentrigo. Ciao, ciao.